Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in Windows 10 und 11 Hyper-V aktivieren bzw. einrichten könnt. Wir fangen an. Wir gehen zunächst in die Systemsteuerung. Die mache ich euch mal groß. Dann gehen wir einmal auf Programme und Features, wo ihr eure normalen Programme habt. Und dort gehen wir einmal auf Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Dann scrollt ihr runter. Und ihr habt hier den Part Hyper-V. Ihr könnt hier nochmal Plus machen. In dem Fall würde er alles hinzufügen, die Plattform und die Verwaltungskonsole. Dann gehen wir einmal auf OK. Dann würde die Sache normalerweise über die Windows Updates beziehen. Je nach Internetgeschwindigkeit dauert das natürlich ein paar Minuten. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, die Hyper-V-Rolle ist hinzugefügt. Nun benötigen wir einen Neustart. Ich bin gleich wieder da. So, nun bin ich wieder da. Der Rechner ist einmal neu gestartet. Wir gehen einmal unten wieder auf das Startmenü und geben nun Hyper ein. Dann sehen wir den Hyper-V Manager, klicken ihn einmal an. Und schon habt ihr den normalen Hyper-V Manager und könntet jetzt schon neue virtuelle Maschinen erstellen. Ich gehe einmal mit euch kurz die Einstellungen durch, die ihr machen könnt. Wichtig wäre halt Manager für virtuelle Switche. Da haben wir Glück, er hat automatisch einen angelegt, aber er hat einen internen angelegt. Das heißt, der Default-Switch verweist auf ein ja, Koppelnetz und nicht das Bridge-Netz. Das heißt, in dem Fall würden wir jetzt einmal einen neuen virtuellen Switch erstellen, den wir dann benutzen können, in dem Fall extern. Den würden wir jetzt einfach nennen. Extern. Hier könnt ihr verschiedene Sachen angeben. Wenn ihr mehrere Netzwerkkarten habt, könnt ihr mehrere angeben. In meinem Fall habe ich schon VirtualBox bzw. VMware Player drauf. Deswegen zeigt ihr hier schon mehrere Netzwerkkarten an. Aber in dem Fall habt ihr im Normalfall nur die eine, wenn ihr gerade keine zwei habt. Hier könnt ihr auch noch gegebenenfalls VLANs einstellen. Das heißt, falls ihr VLANs anliegen habt an eurem Rechner, könnt ihr dann bestimmte VLAN-IDs mit durchreichen. Dann gehen wir auf Anwenden. Ja, wird kurz unterbrochen, weil er wahrscheinlich die Netzwerkkarte kurz restartet. Genau, unten sieht man, geht kurz weg, dann dauert es ein bisschen, dann sollte es gleich wieder da sein. Genau, jetzt ist es auch wieder da. Und nun könnt ihr eigentlich schon loslegen mit ganz normalen virtuellen Maschinen, indem ihr auf Neue geht, virtuelle Maschine, und dann könnt ihr halt allerlei Sachen machen. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und einen Daumen hoch mich auch freuen. Dankeschön.